Sie galt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Gegen 8:30 stürzt die 400 Jahre alte Turmspitze der alten Börse in die Tiefe. Einige Stunden zuvor war der Brand in dem historischen Gebäude ausgebrochen. Warum, ist immer noch unklar. Der Brand war so gewaltig, dass er auf einige umliegende Gebäude übergegriffen hat. Außerdem mussten wir sichern, dass keine Menschen zu Schaden kommen und dass wir einige der wertvollen Kulturschätze retten können. Die Börse war im 17. Jahrhundert unter König Christian IV. Entstanden. Seit einigen Jahren wurde sie restauriert und beheimatete unter anderem eine große Kunstsammlung. Zahlreiche Menschen halfen, die historischen Gemälde vor dem Feuer zu retten. Viele Kopenhagener schmerzt es, das Gebäude in Flammen zu sehen. Das ist unser Notre Dame, das ist unser nationaler Kulturschatz. Mir fehlen die Worte. Es ist ein 400 Jahre altes Gebäude, das bis jetzt alle Feuer überlebt hat. Nach ersten Angaben konnten sich alle Arbeiter aus dem Gebäude retten. Das Feuer zerstörte große Teile der Börse. Noch immer haben die Einsatzkräfte den Brand nicht ganz unter Kontrolle. Die Behörden warnen sogar davor, dass das Gebäude noch einstürzen könnte.